Teil hier wieder weg. Und dann laufen wir mal kurz nach oben. Melonen und Kürbisse. Die gab's ja auch noch. Mit denen muss ich auch noch was machen. So, wir müssen auch noch ernten und das Feld erweitern, ne? Und ja, ich könnte die beiden Sachen eigentlich auch an ein automatisches... Ja, an ein automatisches System anschließen. Aber, also zum Ersten möchte ich das eigentlich gar nicht. Und zum Zweiten, ich habe keine Lust, so viele Pistons zu bauen und zu verschwenden, weiß Gott nicht. Deshalb, nö. Einfach nö. Deshalb tue ich das auch nicht. So, was ist jetzt hier wieder kaputt? Hä? Wieso wächst der... Oh. Natürlich gibt's eine blöde Pflanze, die sich nicht an die Regeln hält. Natürlich macht, was sie will. Ah, oh, ist unglaublich, ehrlich. Immer dasselbe. Ach Gottchen, was mache ich denn jetzt? Pass auf, ich kann aber eigentlich... Ich glaube, ich muss sogar, ne? Pass auf, das Ding brauche ich jetzt eh. Und dann mache ich mal Folgendes. Ich setze jetzt hier an den Rand, an die Dinger, einfach einen Klotz drauf und dann hau ich dann einfach eine Fackel drauf, weil sonst, wenn ich jetzt hier die Melonen wären, dann wachsen die ja rein theoretisch auf den Weg. Und das will ich um alle Fälle vermeiden, das wäre mir ehrlich gesagt zu blöd. Pass auf, ich nenne die Dinger als Stopper. So, das sind meine Stopper. Damit ich genau weiß, wo ich rein kann und wo nicht. Ich kann ja eigentlich sogar hier noch so einen Zaun drüber machen, ne? Pass auf, warte mal. Wie sieht's denn aus? Da bekomme ich 6 von. Ich glaube, 12 würden mir sogar schon reichen, ne? Warte mal, wenn wir einfach mal dann den hier machen. Sieht gar nicht mal so übel aus. Quasi so kleine Zäunchen, wenn da sowieso das Wasser ist. Perfekt. Passt. Läuft. So, hier müssen wir allerdings den dann weghauen. Den einen. Und hauen dann den stattdessen hin. Siehst du, das geht doch. Für jedes Problem gibt es eine gute Lösung. Ja, hier muss ich dann... Ja, es ist ein bisschen blöd, aber der muss dann ja hier weg, ne? Sonst verbindet sich der Zaun ja nicht. Deshalb machen wir das so. Kann man da... Scheiße, da... Nein, da kann man raus. Verflixt. Toll. Mist, nee, da muss der aber weg. Oh nein. Was mach ich denn da? Shit. Pff, aber ein Zaun? Der hält doch da nicht, ne? Ja gut, da kannst du da rumgehen. Naja, mein Gott, was soll ich machen? Anders geht's nicht. So. Gut, dann abbauen. Komm, Kürbis, komm her. La 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 la. Yay. Wir ernten Kürbis. Oh, Melone. Nee, nicht Kürbis, wir ernten Melone. Hilfe. Ich hab gesagt Kürbis, ne? Mist. So. Da. So. Viele Kerne bekomme ich, 40 Stück. Oh, das reicht aber eine Menge, du. Hui. So, bis hier nämlich. Und dann können wir, glaube ich... Ach, guck an. Hui. So, reicht das sogar... Das reicht ja so noch länger. Geil. Also nach der nächsten Ernte haben wir das Melonenfeld auf jeden Fall voll. 8, 7, 6, 5, 4, 3... passt sogar noch mehr. Hier, 3 Stück habe ich noch. Passt genau, super. 1, 2, 3. Klasse. Ich find's super. So. Wie sieht's bei den Kürbissen aus? Bei den Kürbissen. Die hat überhaupt keine Lust zu wachsen irgendwie. Wieso wechseln hier nur... Wieso wechseln jetzt hier nur jede zweite? Hä? Was soll der Scheiß? Was soll denn der Mist? Wie viele bekomme ich? 4, 8 Stück. Hey. Wieso wächst denn da nur jeder zweite? Muss eigentlich auch jeder wachsen. So. Wachse, Kürbis, wachse. Mein Freund. Siehst du, so langsam aber sicher kriegen wir hier ein wunderschönes Feld zusammen. Hi. La 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 la. Also, ich geh mal pennen. Gute Nacht. Ja, Mensch. Guten Morgen. So. Was tun wir jetzt? Was hatte ich vor? Ah ja. Verwirrung pur. Ne, pass auf, wir laufen jetzt runter. Und zwar zu unserer Kakteenfarm. Die noch so ein bisschen geöffnet ist, aber naja.
So, da sollte ich nach Möglichkeit nicht reinfallen, ne? Nach Möglichkeit. Natürlich nur nach Möglichkeit. So. Hier kann jetzt schon mal ein Sandklotz drauf, jeweils. Zack. 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 Und hier... Nein, da nicht. Und hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Und hier nochmal. Genau, ich hatte... Stimmt ja, ich hatte gesagt, wir müssen hier noch um einiges in die Höhe gehen. Stimmt, ich wage es, mich ganz fern zu erinnern. Pass auf, da ist die Erde jetzt ganz gut. Da würde ich mich vorher mit der Erde das Loch hier, das Loch dicht bauen, damit ich da nicht reinfalle. So. Gut. Wie weit nach oben muss ich denn? 3, 4 Mal. Oh Gott. 1, 2, 3. Toll, ich komme nur 3 Mal ran. Schade. Mist. Was mache ich denn da jetzt? Wir müssen mal gucken. Mist, ich komme echt nur 3 Mal hoch, aber das bringt mir... Bringt mir das was? Doch, klar, das kann... Oh, hey, das kann sogar schon ausreichen. Ich muss ja gar nicht die... Kakteen müssen ja gar nicht die volle Größe erreicht haben, damit das Ganze klappt. Stimmt. Ah, nee, das kann unter Umständen sogar schon reichen. So. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich jetzt hier irgendwie alles wegloppen kann. So. Ich weiß gar nicht, worunter sind wir. Ich glaube, unter unserer Höhle, ne? Nee, unter unserem Dingens. Wie heißt denn das? Das Ding, unter dem wir wohnen. Wie heißt das? Küche, Küche. Unter unseren... Naja, was heißt Küche? Voll... Naja, ehemaligen Küche. Mittlerweile ist es ja wieder ein ungenutzter Raum. Wie das andere Ding auch. Verdammt. Aus dem Übergangsraum. Ich hasse Übergangsräume. Aus die Flure oder so, die mag ich überhaupt nicht. Mögt ihr Flure? So eine Übergangsräume, ich mag die irgendwie nicht. Die haben, für mich haben die groß, okay, Flur schon. Aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so wenn du, was weiß ich, Küche und Bad hast und dazwischen ist noch so ein Raum, wo du einfach nur durchgehen kannst, diese Durchgehräume, ich kann die auf den Tod nicht ab. Ich finde die erstens hässlich, zweitens haben die keinen Sinn und drittens, was soll das, warum? Also ich mag die echt nicht, überhaupt nicht. Durchgangsgänge finde ich furchtbar. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Was haltet ihr denn von Durchgangsgängen? Oder habt ihr sowas vielleicht in eurem Haus, in eurer Wohnung? Von Mama und Papa zu Hause, keine Ahnung. Kann ja gut sein, ist ja gut möglich. Also ich kann es überhaupt nicht ab. Durchgangsräume finde ich ganz furchtbar. Oh. Ach, jetzt auf einmal komme ich nach oben. Oh, da sind wir aber schon hart an der Grenze, ne, wie ich gerade sehe. Oh, oh, oh. Zack. So. Hier auch weg und dann zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, guck mal einer an. Teufelchen. Da oben auch? Weiß ich gerade gar nicht. Warte, 1, 2, 3. Ne, hier ist wieder Stein. Okay. So. Dann war das doch gleich geschafft. Da muss ich noch gucken, ne, wie ich das Ganze austausche. Oh. Das wird wieder ein Fest hier, Leute. Und das alles nur für so eine blöde kleine Kakteenfarm. Ach, Mensch. Wow. Was ich mir auch wieder antue, du. Naja, aber ich habe ja gesagt, irgendwann brauchen wir eine. Ich will ja keine XXL Hyper HD. HD. Eine HD Kaktusfarm, natürlich. Leute, das wird unsere Ultra Hyper HD Kaktusfarm. 2.0 natürlich. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich nenne die wirklich so. Ich hau ein Schild drauf. HD Kaktusfarm. Ne, Kaktusfarm HD. Das wäre ja super. Ich mach das wirklich. Ich habe das gerade für mich beschlossen. Ich mach das im Ernst. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Also aufs Zeug hätte ich gerne noch. Wie stelle ich das nun am besten und geschicktesten an? Pass auf. Hier kommt der Kaktus rauf. Der kann rein theoretisch bis da wachsen. Das heißt, hier müssen Sockel stehen. Das heißt, da kann ich zubauen. Okay. Das heißt, die ganze oberste Etage kann jetzt wieder ausgekleidet werden mit Cobblestone. So. Oh, hallo. Mann. So, pass auf. Zack. 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 Hier nochmal, hier nochmal. So, hier nochmal, hier nochmal. Und komm schon, super Sache. So, hier noch. Ey. Hier noch, hier noch. Boah, das Ganze wieder auszukleiden ist auch so ein Fest, du, das glaubst du nicht. Es macht einfach Spaß. Ungeheuer viel Spaß. Oh Gott. So. Ich
glaube, in der Aufnahme heute werden wir auch nur so kleine Projekte fertig bauen, ne? Also jetzt nichts Großes. Das mit dem großen Anfang, das lassen wir noch ein bisschen Zeit. Also das machen wir in Folge 220 vielleicht oder so, wir bestimmt schon gerade am Anfang. Schon voll dabei! Nee, keine Ahnung. Ich wollte erst die ganzen kleinen Projekte hier abarbeiten, damit wir viel Abwechslung jetzt demnächst haben, weil ganz ehrlich, mit dem Dorfbau, da haben wir auch lange mit gekämpft, finde ich. Und schon ein paar Folgen haben wir gebraucht. Von daher finde ich es eigentlich ganz in Ordnung, wenn wir jetzt so einen kleinen Cut quasi machen, ein paar kleine Projekte nehmen, immer mal wieder kurz was anderes machen und dann ans nächste Riesenprojekt gehen. Welch Freude, so viel Abwechslung dann. Naja, muss man durch. Ich hab's mir ausgesucht, beziehungsweise ich brauch sowas, ja. So. Zack und zack und zack und zack und zack und... Ach, fick dich. Und zack. So. Okay, das heißt, jetzt muss ich eigentlich den ganzen Rand ausbuddeln, wa? Super Sache. So, so. Oh, das nervt so endlich. So, 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 so. Da habe ich ja Gott sei Dank Erde. Das heißt, komme ich da so ran? Tatsächlich, cool. Zack, zack. Aber vielleicht kann ich das auch gleich schon nebenbei gleich ausfüllen. Dann habe ich das auch gleich geschafft. Oh, ist ja nicht wahr, ne? Ja, genau. Bleibt wohl noch drin stecken. So. Zack, zack, zack. Da hinten kommt noch einer hin. Oh, Leute. Was soll das? Bleibt wenigstens liegen. Er kommt wenigstens wieder. Nicht wieder andere. Ach, da ist er ja. Ach, Mensch. Na den. Ich dachte, der wäre abgehauen. So. So, so. So. Pff, geschafft. Warte, ist das immer noch hier oben? Nee, das ist schon dahinter. Alles klar. Na, wer versteckt sich denn hier noch? Keiner? Okay. So, pass auf. Dann würde ich sagen, gehe ich ja mal rum, ne? So ziemlich. Zack. 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 Zack, zack, zack. Hier noch. Hier noch. Da noch. Da noch. Wäh. Da noch. Da noch. Da noch. Und da noch. Und jetzt noch die Seite und dann haben wir's. Gott sei Dank haben wir's dann. So, hier. 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 Und da. Super. So. Dann das Steinchen. Auch noch überall hin, ne? Hey, guck mal, was da runtergeflogen kommt. So. Hierhin. Dahin. Komm her. Dahin. Dahin. Komm her. Da purzeln die Steinchen. Hallo. Kommt da auch ein Freund? Nein. Kommt da einer? Nein. Kommt da einer? Ja. Da? Nein. Nein. Da wollte, glaube ich, einer. Hey, Überraschung. So. Überraschung. Ein Überraschungsei. Kommt da einer runter? Ja. Lotto gewonnen. Der Lottogewinn aus Stein. Komm her. So. Zack. Gut. Alles klar, dann haben wir das Ganze jetzt ausgelegt, ne? Gott sei Dank, mein Freund. So, würde ich sagen, brauche ich jetzt... Wie viele sind das? 8 Kakteen. Ich brauche 8 Kakteen, Baby. So. Gab's nicht auch irgendein Lied mit... Oh, unser Wuffi ist groß geworden. Gab's nicht irgendwie auch nur ein Lied mit den Kakteen? Ich brauche Nee, ich bin so... Nee, was war das? Ich bin so stachlig wie ein Kaktus. Gab's da nicht auch irgendetwas? Mal so ein Lied oder sowas? Ich würde fast befürchten, es gab mal eins. Bin mir aber nicht mehr... Ich bin echt überhaupt nicht sicher. Ich bin so... könnte sein, aber ich halte mich mal mit Infos weit zurück. Weil ich so unsicher bin, ob das stimmt oder nicht. Ich will ja nicht sofort schon Lügen verbreiten. Das spare ich mir noch auf. So! Jetzt muss der Kaktus darauf, ne? Toll, da komme ich gar nicht hin. Herzlichen Glückwunsch. So, mach ich mal so. Da komme ich dann wenigstens hoch. So, zack. Zack. Und zack. Und zack. So, jetzt kann ich auch verschwinden und dann... Da, na. Hier einer. Hier einer. Da einer. Und da einer. Siehst du, geht doch. So, wo müssen jetzt die Klötzchen hin? Die müssen dann ja jetzt dahin, ne? Exakt. Zack, nein, da ist schon einer zu weit. Verdammt. So. Oder? Doch, müssen sie. Ich glaube schon. Ich würde sagen, ja. Bin mir aber ehrlich gesagt gerade selber nicht mehr sicher. So. Warte, da einer hin, da einer. Dann ploppt das doch an den Seiten weg, oder nicht? Boah, ist schon Ewigkeiten, dass ich eine Kakteenfarm gebaut habe. Oh. Mindestens. Ich würde echt schon fast ein Jahr sagen, oder? Ein ganzes Jahr lang habe ich schon keine Kakteenfarm mehr gebaut. Kommt sogar hin.
So, jetzt wäre schön zu wissen, ob es klappt oder nicht. Sag ich ganz ehrlich. Funktioniert's? Ey, komm, Kakteenfarm, lass mal was springen. Erzähl mal was. Sag mir, ob es klappt oder nicht. Bitte!